Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um das Thema, im Inneren und nicht im Außen zu leben. Oder mehr im Inneren und nicht mehr ganz so viel im Außen zu leben. Was meine ich mit im Außenleben? Im Außenleben ist für mich sowas wie Konsum, ne? Also was brauche ich noch? Was haben andere, was ich jetzt auch brauche? Was habe ich noch nicht? Was besitze ich noch nicht? Wie muss ich aussehen, um zum Beispiel anderen zu gefallen? Wie muss ich sein, um anderen zu gefallen? Also immer so dieses nach außen, was auch immer eine Wirkung mit anderen Personen hat. Und eigentlich leben wir die meiste Zeit da, im Außen. Also was brauche ich noch? Was muss ich noch konsumieren? Wie muss ich sein? Wie ist so dieses Bild, dem ich entsprechen sollte? Und wir leben ganz selten in unserem Innern. Und da ist eigentlich viel spannender, weil da lernen wir uns kennen. Und da sind wir auf so einer Gefühlsebene dann auch mit Menschen. Also wenn wir uns dann auch mal auf dieser inneren Ebene mit Menschen verbinden, ist das eine viel intensivere Beziehung, als wenn wir uns nur über dieses Äußere mit Menschen verbinden, indem wir mit ihnen gemeinsam lästern, mit ihnen gemeinsam shoppen fahren und mit ihnen gemeinsam konsumieren zum Beispiel. Und wenn man sich auf einer inneren Ebene verbindet, ist das viel interessanter, wenn man halt ernsthaft mal über das spricht, was einen bedrückt, was einen belastet, aber auch vielleicht Positives, was einen gerade positiv in seinem Leben beschäftigt, was halt nicht mit Konsum zu tun hat und was ich noch tun muss, um eine bessere Mutter zu sein oder so. Im inneren Leben bedeutet halt auch zu meditieren, Yoga zu machen natürlich, aber auch sowas wie Achtsamkeit zum Beispiel, um sich selbst auch kennenzulernen. Also um selbst zu erfahren, was bin ich denn für ein Mensch eigentlich? Und das ist so super interessant. Damit stärkt man auch seine Selbstliebe, weil man beschäftigt sich endlich mal mit sich selbst, man lernt sich kennen, man lernt sich lieben. Und ich sage es immer wieder, du bist der Mensch, mit dem du die meiste Zeit deines Lebens verbringst und es wäre doch ganz nett, wenn man sich mögen würde. Meine ich. Und genau, das ist für mich so dieses mehr im inneren Leben, sich mehr auch mit sich selbst beschäftigen, auch auf der Gefühlsebene mit seinen Kindern zu kommunizieren, also auch über Gefühle zum Beispiel zu sprechen, auch über emotionale Weiterentwicklung für die Kinder und halt nicht immer auch im Außen mit den Kindern zu kommunizieren, über irgendwelche Filme oder eben über Konsum. Konsum auch im Sinne von ins Kino gehen, ins Zoo gehen. Ich verteufel das nicht, es gehört alles dazu. Aber wir leben halt fast 100% nur in diesem Außen und im Innen halt fast gar nicht. Und es wäre doch schön, wenn wir das so ein bisschen angleichen könnten. Und manchmal ein bisschen weniger im Außen leben, ein bisschen weniger darauf geben, was andere von uns denken, was wir denken, wie andere uns gern hätten. Und mehr so im Inneren, dass wir mit uns ins Reine kommen, dass wir uns selbst als Person genügen. Also wenn du dir selbst genügst, dann wirst du nie allein einsam sein. Natürlich ist man manchmal allein in dem Sinne. Man fühlt sich auch manchmal allein, wenn keine anderen Personen da sind. Aber wenn du dir selbst genügst, weil du dich liebst, ist dieses Einsamkeitsgefühl nicht so krass und nicht so schwer und nicht so bedrückend. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, weil ich genau weiß, was ich meine, das so nach außen zu bringen. Schreib mir doch gerne, ob das angekommen ist, meine Message, das mehr im Inneren leben und nicht ganz so stark im Außen. Und ja, genau, schreib mir gerne, ob das so rüberkommen ist. Ich hoffe sehr. Das war mein Video für heute und wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dann. Tschüss.